Hey und willkommen zu einem neuen Waffenvideo. Heute gibt's einmal etwas anderes, nämlich die leichte Panzerabwehrwaffe M72A7. Manche kennen diese Waffe vielleicht aus Spielen wie Squad oder dem RHS-Mod für Arma 3 oder auch vielleicht aus den alten COD-Spielen. In echt wird diese Waffe gegen leichte Fahrzeuge eingesetzt und kann nur ein einziges Mal benutzt werden. Nach dem Verschießen der 66mm Granate kann der gesamte Werfer also weggeworfen werden. Nicht so natürlich mein Spielzeugmodell. Dieses ist zwar etwas aufwendig nachzuladen, aber dafür wiederverwendbar. Wie beim echten Modell kann man die Laufverlängerung hinten herausziehen, genauso wie die Sicherungen vorne. Wie bei der Originalwaffe drückt man oben auf einen Knopf, um die Waffe auszulösen. Wegen des Gewichts der Patrone kann man sich natürlich keine zu große Schusskraft erwarten. Der abnehmbare Deckel macht das Arbeiten in der Waffe um einiges einfacher. Beim Laden hilft mir ein Stück Holz mit einem Loch darin, durch das das Sicherungsstäbchen gesteckt werden kann. Dadurch muss ich das Gummiband nicht selbst mit der Hand halten. Zum Verbinden des Abzuges mit dem Mechanismus verwende ich ein kleines Werkzeug. Hierfür genügt eine einfache Lego-Lanze, Hauptsache sie hat einen Widerhaken. Anschließend muss der Lauf von einer kompetenten Katze noch auf etwaige lose Teile überprüft werden. Zum Schluss lässt man noch die Patrone reinrutschen und fixiert sie mit dem Sicherungsstab. Als Verbindungsfaden habe ich einfach Zahnseide genommen. Diese ist stabil und reißfest. Der Abzug zieht einfach einen Balken zurück, der den Verbindungsfaden loslässt. Diese Waffe habe ich zwar selbst designt, aber ich darf euch trotzdem keine Bauanleitung geben. Die neuen YouTube-Richtlinien verbieten sowas nämlich. Trotzdem hier ein paar Fotos, damit ihr euch beim Nachbauen inspirieren lassen könnt. Wie immer danke fürs Zusehen, aktiviert die Glocke, damit ihr die nächste Waffe nicht verpasst und viel Spaß beim Nachbauen.